Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die neu dabei sind, darf ich euch einladen, den Kanal zu abonnieren und Teil unserer Community zu werden. So, worum geht's heute? Es soll um das Wolga-Gambit gehen. Und zwar ja, so ein paar kritische Varianten aus der Antoshin-Variante. Und wir schauen uns mal an, Wolga-Gambit nach D4, Springer F6, C4, C5, D5 und B5 haben wir das Wolga-Benkö-Gambit. Natürlich gibt es hier ganz viele verschiedene Varianten. Alle haben gewissen Charme und auch ihre Berechtigung. Heute wollen wir uns mal diese angenommene Variante anschauen. Und der letzte Schrei ist im Augenblick, dass man diesen Bauern auf A6 jetzt gar nicht sofort nimmt, was man früher als Hauptvariante gemacht hatte. Sondern heute spielt man erstmal auf die Entwicklung der Diagonale und lässt weiß das Zentrum quasi besetzen und rochiert hier. Und das ist so eine Art Grundstellung dieser Antoshin-Variante. Und eine der Hauptvarianten war relativ lange der Zug Springer F3. Und ja, hier kommen so ein paar Ideen dieser schwarzen Öffnungsstrategie zutage. Und da möchte ich euch mal einfach ein paar Ideen und ein paar Fallen vielleicht sogar zeigen, was die Grundidee der schwarzen Seite in dieser Variante ist. Nämlich, dass hier Dame A5 kommt und auf dieser Diagonale hier die ersten Drohungen entsteht. Dame A5. Und jetzt ist Läufer D2 der Hauptzug. Wir schauen uns mal ein, zwei Nebenvarianten an. Und zwar spielt Weiß amtzumal den Zug A6, A7, um diesen Bauern zu opfern, um die schwarzen Figuren hier irgendwie abzulenken, ja, um zum Beispiel nach Turm A7 droht irgendwann mal ein Tempogewinn mit Springer B5 auf die Dame und auf den Turm. Das sind so die kleinen Tricks und Feinheiten, ja, wo man zumindest ein bisschen gewappnet sein muss. Hier an der konkreten Stellung hat Schwarz einen, ja, einen wunderbaren Zug. Und da darf ich euch auch den Kanal vom Jonathan, den Orca Chess, empfehlen. Der hatte hier auch ein schönes Video zu, wo er eine Partie hatte, wo er seinen Gegner hier wunderbar besiegen konnte. Und zwar mit dem Zug Springer schlägt E4, Doppelruf. Ja, man gibt hier einfach diese Figur ab, ja, und konzentriert sich darauf, nach dem Schlagen. Man hat einfach alle Figuren im Spiel. Ja. Die Festung auf sämtlichen Diagonalen und das ist so aktiv für Schwarz, da gibt es selbst mit Computerhilfe hier kaum noch eine Rettung. Um mal ein, zwei Probevarianten zu zeigen, wenn Weiß hier auf Läufer D2 spielt, dann schlagen wir auf D2 zurück und nach Springer D2 hängt einfach der B2 und jetzt hängt der C3. Auch diese Diagonale ist offen und Schwarz hat so viel Druckspiel, dass er das Weiß Materialverlust hier gar nicht mehr verhindern kann. Und auf Dame D2 sehen wir auch hier wieder ein ganz typisches Motiv. Schwarz steht hier auf den C3 drauf, aber der B2 deckt den noch. Und alle Wolga- oder Benoni-Spieler werden dieses Motiv sicherlich schon kennen. Aber immer wieder schön anzusehen, wenn es in der Praxis mal gelingt. Nämlich das Turmopfer, Turm schlägt B2, um damit den C3 zu entwurzeln und durch das Schach die Dame hier zu gewinnen. Ja, das sind so grundsätzliche Ideen, die Schwarz hier auf dem Schirm hat. Und wir gehen nochmal hier zurück. Deswegen rochiert er so schnell kurz, um, ja, die Figuren möglichst schnell zu aktivieren. Hier in der Partie folgte jetzt der Zug Läufer E2. Und der hat ein paar kleine Feinheiten und ist vielleicht etwas kritischer als Springer F3. Und zwar, jetzt macht Schwarz wieder Dame A5, um die altbekannten Ideen wie Springer E4 hier aufs Brett zu bringen. Jetzt macht Weiß Läufer D2. Und Schwarz macht Läufer schlägt A6. Das ist alles noch bis hierhin relativ bekannt.
Grundsätzlich möchte Schwarz versuchen, diese weißfeldrigen Läufer hier zu tauschen, um dann mit Dame A6 vielleicht auch noch die Dame zu tauschen und auf den weißen Feldern ein sehr typisches, ja, Wolga-mäßiges Standardspiel aufzuziehen. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Und zwar, wenn in der Springer F3-Variante nach Läufer D2, Läufer A6. Hier sehen wir grundsätzlich den Unterschied, ist einfach nur, dass das Weiß hier diesen Springer nach F3 gespielt hat. Und anstatt von Läufer E2. Und da sind so ein, zwei Unterschiede, nämlich zum Beispiel, dass Weiß immer noch E4, E5 spielen kann, der Springer, aber dann das Feld G4 zur Verfügung hat, weil der Läufer dieses Feld dann ja gar nicht deckt. Wir schauen uns das mal eben an. Wenn jetzt zum Beispiel E5 kommt, im Vergleich zur Hauptvariante ist Springer G4 hier eben zumindest möglich. Und wenn Weiß ganz normal Läufer E2 spielt, D6, jetzt geht E5 nicht mehr und nach der Rochade tauschen und Dame A6, haben wir im Grunde für Wolga-Spieler sehr vertraute Stellungen auf dem Brett, wo Schwarz Turm FB8 spielt und entlang der A- und B-Linie und entlang dieser Diagonale hier mächtig Druck macht. Das kennt er, das mag er und ist auch sicherlich völlig spielbar für Schwarz. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Unterschied, dass Weiß Läufer E2 hier zuerst spielt und nach Dame A5 jetzt Läufer D2 und Läufer A6. Und jetzt sehen wir einfach, dass Weiß diesen Springer noch nicht gezogen hat und damit rein potenziell zumindest mal mit dem Springer zurückschlagen könnte, wenn er denn wollte. Vor allem ist aber nach E4, E5 der Zug Springer G4 hier nicht möglich, so dass der Springer nach E8 geht und dann mache ich eben Springer F3. Ich muss mich ja auch irgendwann entwickeln, um mit Weiß hier mal zur Rochade zu kommen. Und jetzt spielt Schwarz D7, D6, das ist einer der Hauptzüge. Er kann und wird irgendwann sicherlich auch hier auf E2 tauschen. Und dann kommen wir zur Stellungsbildern, die ähnlich der Partie sind, denn Schwarz hat hier auch gleich getauscht. Und grundsätzlich nach D7, D6 spielt Weiß hier E5, E6, um einfach so ein Pfahl ins schwarze Fleisch hier reinzurammen, eventuell die Königssicherheit hier so auf den weißen Feldern mal zu gefährden, ja, mit Ideen wie Springer G5 und selber ein aktives Spiel zu bekommen. Der Hauptzug hier für Schwarz ist F7, F5. Und dann kommt H4. Wir schauen uns hier nochmal im Kurz an, was passieren könnte, wenn Schwarz hier wirklich auf E6 nähme. Dann käme der Springer nach G5 und das Feld E6 winkt einfach. Und jetzt sollte Schwarz zum Beispiel nicht auf D5 schlagen, weil dann der Springer auf D5 mit Tempo, ja, Läufer D2 greift die Dame an. Die Dame hat nicht mehr viele Felder und nach Springer E6 ist dann eine Gabel und Materialgewinn für Weiß bereits vorprogrammiert. Und Schwarz versucht hier mit diesem Zug F7, F5 einfach, ja, die Stellung um seinen König geschlossen zu halten. Und genau das versucht Weiß jetzt mit H2, H4. Und das ist im Augenblick wohl die kritische Variante in dieser Antoschin-Variante des Wolga-Gambits. Es geht im Grunde darum, Weiß möchte jetzt mit H4, H5 die H-Linie öffnen. Und Schwarz tauscht hier auf E2, das ist ja auch kein Fehler, das hätte er ja jederzeit machen können. Jetzt geht es halt nur darum, die Frage, kann oder möchte ich selber mit H7, H5 als Schwarzer spielen oder möchte ich dieses H4, H5 in irgendeiner Form zulassen oder anders verhindern? Und das ist sozusagen eine Grundstellung der Variante. Und ich habe euch zwei Partien mitgebracht, wo in beiden Partien Weiß zu H4, H5 gekommen ist und wirklich einen sehr, sehr starken Angriff bekommen hat. Und vielleicht ist H7, H5 deswegen hier der Zug, den Schwarz in Zukunft spielen wird. Wir schauen uns aber zunächst einmal an, was so die Ideen sind, wenn Schwarz das nicht spielt. Und in dieser ersten Partie, da hat ein 2600er gegen ein 2400er gespielt und Weiß kam sehr, sehr schnell in Vorteil.
Schwarz spielt dieses typische Dame A6, was ja auch völlig in Ordnung zu sein scheint, nach dem Motto, ich tausche mal die Damen. Ohne Damen wird der Angriff schon nicht so stark sein. Außerdem möchte man die weißen Felder natürlich auch immer schwächen, um mit einem Springer gegebenenfalls mal hier auf D3 auftauchen zu können. Weiß lässt sich aber nicht beirren, spielt trotzdem H4, H5 und erlangt trotz Damentausches eine sehr, sehr gute Stellung. Wir sehen, dass die Türme verbunden sind, der D5 ist wunderbar gedeckt und es droht jetzt einfach ein Angriff über die H-Linie. Und dass das sehr, sehr schnell gehen kann, auch ohne Damen, sehen wir in der Partie, nämlich wo Schwarz Springer jetzt F6 spielt, den H5 und den D5 so ein bisschen im Auge hat, aber Weiß tauscht die auf G6 und Springer H4. Und auf einmal sehen wir, ups, wie soll ich den Bauern decken? Schon quasi nicht mehr möglich. Wenn der Bauer vorzieht, ist der F5 weg. Und decken kann Schwarz den hier natürlich auch nicht. Dann kommt hier ein Abzugsschach mit dem Turm, der H-Linie. Auch nicht wirklich besser. Und dann hängt der E7 auch noch und dann sind wir schon kurz vor matt. Deswegen, ja, ist dieser Bauer einfach weg. Das ist sehr, sehr unangenehm. Schwarz versucht sich noch zu entwickeln. Wir schlagen den Bauern. Jetzt hängt der E7 sogar schon, Turm E8. Und jetzt kam in der Partie Turm AD1. Und Weiß hat die Partie auch gewonnen, keine Frage. Aber hier ist jetzt noch viel, viel stärker der Zug Springer H4. Und damit wird auch noch der letzte schwarze Bauer hier das Feld verlassen. Und zusätzlich, da steht der Springer auf F5 natürlich super, weil er den E7 angreift, weil er den G7 angreift. Und eine Beispielvariante mal mitgebracht für euch, wenn Schwarz sich hier auf den D5 stürzt, nach dem Motto, ich will auch ein paar Bauern mal haben, dann schlägt er diesen Bauern und nach Springer D5 kommt der sehr starke Zug Turm H3. Und danach ist die Stellung im Grunde schon gewonnen für Weiß, denn Turm G3 droht, ja, die Turmverdopplung auf der H-Linie droht und Schwarz wird sich da nicht mehr gegen wehren können. Ich mache mal eine Beispielvariante für euch. Nämlich, wenn Schwarz Springer C7 hier spielt, nach dem Motto, ich muss den hier entfernen, dann schlägt Schwarz, Weiß hier auf G7 den schwarzen Läufer. Und nach König G7, Turm G3 Schach, kann der König hier nur schwer auf die H-Linie gehen, weil da Mattmotive drohen. Ja, dieses Treppenmatt mit zwei Türmen auf G und H kennen wir. Und ja, aber wenn er aber nach F8 geht, ist auch nicht besser, denn dann folgt Läufer H6, auch Schach und Matt. Denn wir sehen, der Bauer E6 hat noch seine Wirkung. Und ja, deswegen nach König H8 möchte Schwarz hier noch mit Springer H7, aber auch das führt nach Springer E4, die Ablenkung dieses Springer F6, ja, mit diesen Ideen des Mattmotivs hier, sind im Grunde nicht zu verhindern. Hier ist das Matt bereits angekündigt. Und wenn Schwarz hier schlägt, dann schlage ich den Springer, was Turm H1 droht. Und dann kann Schwarz nochmal einen Abzugsschach geben und sowas, ja, aber das führt immer zu matt. Und wenn er hier selber sofort den Springer wegzieht, folgt der Läufer nach C3. Auch dieser Läufer ist immer eine schöne Angriffsfigur auf dieser Diagonalen zusammen mit dem Turm. Jetzt muss der Springer wieder zurück und dann Turm H1 matt. Ja, wir sehen, dass die Stellung hier auch ohne Dame nach H4, H5 extrem schnell zu Ende ging. Ja? In der Partie jetzt praktischerweise nicht, aber die Varianten sind einfach so stark. Das ist richtig, richtig gut für Weiß. In der zweiten Partie hat Schwarz jetzt versucht, mit Springer F6 dieses H4, H5 zu verhindern. Und auch diese Partie schauen wir uns einmal an. Auch in dieser Partie haben zwei sehr gute Spieler gegeneinander gespielt. Nämlich ein 2300er gegen einen sogar noch etwas stärkeren Spieler, 2350. Und Schwarz hat hier mit Springer nach H6, nach F6 versucht, den Vorstoß H4, H5 zu unterbinden. Aber das kennen wir aus allen möglichen Eröffnungsideen, dass dieser Bauer einfach geopfert wird, um eben diese H-Linie zu öffnen und einen Angriff
als Kombination zu erhalten. Und Schwarz schlägt hier auf H5 und Weiß spielt Springer auf H5. So, wir sehen hier diesen einen kleinen Unterschied, nämlich dass jetzt in der Partie Schwarz mit dem Tausch hier auf E2 noch etwas gewartet hatte, was aber auch jetzt kein großes Problem ist. Jetzt droht natürlich Läufer H5, das ist klar, und spätestens jetzt muss Schwarz hier tauschen. Wir haben die gleiche Stellung. Und im Grunde möchte Weiß jetzt hier mit Turm schlägt H5 die Qualität geben, um die Dame hier ranzuführen und Richtung H7 matt Gefahren heraufzubeschwören. Und Weiß spielt Schwarz spielt Dame A6, was völlig in Ordnung ist, weil jetzt auf Turm H5 dann der Damenabtausch käme. Und hier in der Partie hat Weiß jetzt mit Dame F3 die Dame einfach auf dem Brett gehalten. Er kann zwar nicht rochieren, aber will er ja sowieso nicht, weil er hier auf der H-Linie jetzt hier angreifen will. Und Schwarz hat relativ wenig Verteidiger am Königsflügel. Und er hat versucht, die Dame jetzt in irgendeiner Form hier zum Königsflügel rüber zu transportieren, um an der Verteidigung zu helfen. Und Weiß spielt trotzdem dieses Opfer. Und jetzt droht dieses Matt auf H7. Deswegen ist H6 erzwungen und Springer F7 folgt auch hier. Und jetzt sehen wir, dass dieser Springer in Zusammenhang verbunden mit dem Läufer D2, dass dieser H6 hier in Gefahr ist, respektive ja, mehr oder weniger weg ist. Und ja, so ganz ohne Bauernschutz ist dieser König natürlich ziemlich offen. Schwarz versuchte hier Dame G4 zu spielen und einfach die Dame zu tauschen. Das war seine Hoffnung. Aber nach Springer schlägt H6, was eine Gabel ist mit Schach, sodass Schwarz diesen schönen Verteidigungsläufer aufgeben muss, kann Weiß diesen Damentausch erstmal vermeiden. Und jetzt kommt Turm F6. Und jetzt ja, ist wie immer im Leben eine etwas konkretere Variante. Und zwar sehen wir, zum einen ist dieser König hier super offen. Ja. Zum zweiten, und das darf man nie vergessen, diese weit vorangeschrittenen Bauern. Ja, wenn jetzt dieser E7 mal fällt, ja, wenn der jetzt weg wäre, dann ist dieser E-Bauer ja schon sehr schnell. Und das bisschen, was Weiß hier an Material quasi geopfert hat, das ist ja gar nicht viel, denn Schwarz hat ja auch ein Gambit gespielt schon am Anfang. Im Grunde ist Material hier gleich, nur dass dieser König schlecht steht von Schwarz und ja, dieser potenzielle E-Bauer hier auch in Wallung kommen kann. Und in der Partie folgte hier Dame G5 Schach, etwas überraschenderweise. Denn die Idee ist, wenn Schwarz jetzt hier die Dame tauschen würde, was er ja eigentlich die ganze Zeit wollte, dann kommt der Läufer schlecht und jetzt ist der Turm angegriffen und der Turm kann eben nicht nach F7, um den E6 zu denken, den E7 zu denken, ja, wegen dem E6. Und dann würde der E7 fallen und dann wahrscheinlich auch noch der D6 und ja, dieser E-Bauer wäre sicherlich eine Figur wert bereits. Deswegen zieht Schwarz hier den König weg. Und interessant, denn durch Dame G5 hat er auch seinen eigenen G-Bauern gedeckt. Ne? So für den Hinterkopf mal. Und jetzt kam der Zug F2, F3. Greift nämlich wieder die Dame an. Und die Dame kann jetzt hier auch ja nur schwierig irgendwie ja, wo soll sie hingehen? Ne? Entfernt sie sich vom König? Das ist gefährlich. Und wenn sie die Dame tauscht, so wie in der Partie, kommt eben wieder der Läufer. Und dann droht dieser Läufer hier wieder auf E7. Jetzt ist aber dieser kleine Unterschied, dass der König hier bereits den E7 deckt und Schwarz hier Turm G6 spielen kann. Und ja, jetzt dürfen wir diesen Läufer, den müssen wir auf dieser Diagonale postiert lassen. Ganz klar. Und deswegen ist F4 der einzige Zug. So, und jetzt so ein kleines Zwischenfazit mal. Es sieht ja so aus, als wenn Weiß jetzt keinen Mattangriff mehr hätte. Aber immerhin, Schwarz ist ja auch noch nicht wirklich entwickelt. Rein materiell ist es ausgeglichen. Zwei Bauern für die Qualität. Aber, und das ist das, was wirklich spannend ist, wie schnell sich die weißen Figuren hier aktivieren können. Schwarz
ziehe zunächst mal den Turm zurück, damit der über die H-Linie mal eingreifen kann, was er ja von G6 aus nicht konnte. König F2 aktiviert den Turm, ja, und droht Turm H1, weswegen Schwarz Turm H8 spielt, was auch nachvollziehbar ist. Aber immerhin, Schwarz hat immer noch nicht die Entwicklung vorangetrieben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, welches ist unsere passivste oder nicht optimalste Figur als aus weißer Sicht und was können wir wie wo angreifen? Und dann fällt uns auf, dass wir gerne diesen F5 hier haben wollen. Und der Springer kann den durchaus angreifen, relativ schnell. Und das macht er nämlich hier auch mit Springer E2. Der möchte über G3 nach F5. Und wenn der einmal auf F5 steht, sehen wir, dass F5 und G5 zusammen den E7 angreifen. Und das wird gleich die Partie entscheiden. Schwarz versucht mit Springer A6 und mit Springer B4 einen Gegenangriff, sowohl den A2 als auch den D5. Und jetzt kommt wieder so dieses Phänomen, nämlich dass, ja, ein Klassiker unter den Schachlehrersprüchen, die Qualität der Bauern ist wichtiger als die Quantität der Bauern. Sprich, Weiß könnte jetzt den D5 versuchen zu decken, aber ist gar nicht wichtig, denn die Qualität des E-Bauerns, die ist extrem wichtig. Und Schwarz versucht nochmal auf H7 hier diesen E7 hier zu decken. Und was wäre passiert, wenn Schwarz hier auf D5 geschlagen hätte, dann wäre einfach Turm D1 gekommen, den Springer angreifen, der kann sich nicht retten, nicht gedeckt werden und würde dann den Kontakt zu E7 verlieren und dann wäre der E6 Bauer frei und diese Bauern sind hier natürlich auch noch nebenbei noch schwach. Das wäre auch nicht gegangen, deswegen Turm H7, aber und jetzt ja, kleiner Taktikalarm, was zum Probieren für euch, nochmal ganz kurz vor Ende. Wie kann Weiß hier die Partie beenden? Ja, wenn ihr das gesehen habt, wunderbar, dann seid ihr gut im Rechnen. Läufer schlägt E7 Schach. Und wenn Schwarz jetzt hier nicht auf E7 schlägt, würde jetzt hier der D6 natürlich, ihr würde alles fallen. Ne? Und auf Turm schlägt E7, und den Zug müsst ihr dann aber auch gesehen haben, hat Weiß jetzt hier nicht auf E7 geschlagen, sondern den trickreichen Turm H1 gespielt. Und auf einmal sehen wir, dieser Bauer deckt dieses Feld, der Springer deckt diese Felder, sprich die drei sind schon mal blockiert, ja, der Bauer nimmt das hier auch noch. So, das heißt, der König rennt vorne Wand und es droht so eine Art Grundlinienmatt, weil eben alle Felder kontrolliert sind. Mit Turm H8 matt. Und das kann ich einfach gar nicht abwehren. Es sei denn, ich gehe mit meinem König hier rüber und versuche das abzuwehren. Aber dann ist der Turm eben ungedeckt. Und dann wäre natürlich hier diese Freibauern, die rennen natürlich durch. Gar keine Frage. Und deswegen hat Schwarz hier an der Stelle aufgegeben. Ja? Keine Frage. Ist etwas, scheinbar etwas früh, aber komplett berechtigt natürlich. Ja? Die letzte Variante, die jetzt vielleicht noch überlegenswert wäre mit Turm G7. Der Turm ist ja sowieso weg, dann kann ich den hier notfalls auch opfern. Und wenn ich den schlage, schlägt der König einfach zurück, was das Feld H8 deckt. Aber es folgt der Zug Turm H8 Schach. Der Turm muss zwischenziehen, weil der König ja hier keine Felder hat. Ja? Ja, erinnern uns. Und dann folgt E7 Schach. Und jetzt muss der König natürlich diesen Turm hier gedeckt halten. Und auf König F7 folgt Springer H6 mit Gabel. Und dann ist dieser Turm einfach weg. Und ich kann ihn ja gar nicht mehr retten jetzt. Ja. Auf solche Aktionen. Ich habe einfach drei mehr Bauern. Und bin ja immer noch im Angriff in dem Sinne. Und von daher ist das auch hoffnungslos und deswegen hat der Schwarze hier nach Turm H1 aufgegeben. Ja, wir sehen, dass dieses H4, H5,
Das ist die Idee. Und wenn Weiß dazu kommt, sind die Angriffe hier wirklich bis jetzt in der Praxis durchschlagend gewesen. Von daher wird Schwarz wahrscheinlich irgendwann auf H7, H5 zurückgreifen müssen. Und ja, sobald es da auch spannende Partien gibt, zeige ich euch die natürlich auch. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr viel lernen konntet über die Antorchiden-Variante im Wolga-Gambit. Ja, kritische Varianten, paar Tricks für Schwarz, aber auch gute Ideen für Weiß, sodass wir einen objektiven Eindruck von der Stellung haben können. In dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Lasst wie immer ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.